Ich habe noch nicht einmal gesehen, was die Schauspieler da genau machen. Ich weiß bloß, dass es musikalisch auf jeden Fall ein riesen Gaudi wird. Und von daher bin ich mir sicher, dass das auch großartig inszeniert sein wird. Und da freue ich mich sehr drüber. Vor allem am Schluss dann wird auch noch mal richtig, am Anfang und am Schluss wird richtig greislich geschrien. Und greislich schreien ist eine Sache, die mache ich daheim auch gern, wenn keiner da ist. Und das mit darf ich auf einer Bühne machen. Grandios. Versuchung! Was? Vater, es ist stärker als ich. Ich muss auf! Ja. Nein, aber. Naja, da kriegen wir aber einmal. Na, länger. Was ist lang? Was ist lang? Also, wir haben uns vor 8 oder 9 oder 10 Jahren halt gesehen. Ja, für 3 Tage. Das heißt noch lange, dass wir uns kennen, aber die Zeit, wo wir uns, also seitdem wir uns zum ersten Mal gesehen haben, ist schon länger her. Das ist richtig. Wir wurden begleitet in einer unglaublichen Art und Weise, dass man uns gar nicht mehr zugehört hat beim Spielen. Da warst du, wurde ich vor 40 Jahren als Ergebnis, wenn man so sagen kann, einer durchzechten und sonst gegen weggeschmissenen, durchwachten Nacht ist er entstanden und ist im Laufe der 40 Jahre zu dem geworden, was er ist. Was der heute ist, kann ich gar nicht mehr sagen, weil man als derartig eng und direkt Beteiligter einfach die betriebsblind wird. Also ich versuche nur den Watzmann von jeder Art von Volkstümelei und dieser ganzen Geschichte jetzt so und Volksrock'n'Roll oder so Sachen fernzuhalten. Weiber, Weiber, Weiber! Ja, jetzt hör doch schon auf, was fangest denn du nur mit Weiber an, hörst? Er ist auf jeden Fall satirisch, viel zum Lachen und lauter Hit, also es sind schon mehr. Und Kult. Kult. Meine Leute habe ich einfach zum Fressen gern, so wilde und so starke. Gerade so wild und stark, als wie du. Ja, was machst du denn da? Geil, Tollerin. Nix. Was ist ein Faden weggestanden? Das war er. Na, ist ja gut, dass ich nicht ausgerissen habe. Danke. Das ist die Verführung, die nach der Legende die Buben des Dorfes hinauflockt auf den Berg, wo sie sich dann das Edelweiß holen sollen für sie und dann abstürzen. Und ist eigentlich ein böser Geist des Berges. Der Watzmann ist eigentlich, also die Geiterlein ist eigentlich die Watzmännin. Meinen Adern da pulsiert das Blut, in meinen Lenden kocht heiße Glut. Fremdbestimmt und drauf und dran bin ich zwar ein Nymphoman. Doch hab ich vor, noch in diesem Leben mich einem Menschen nur hinzugeben. Willst du der sein, dann zier dich nicht und hab mit mir Erbarmen. Komm zu mir, genier dich nicht und lasse dich. Amen. Als Slogan sage ich immer, bisher war ja mit dem Wolfgang
Und mit dem Team, das wir bisher hatten, haben sich die Österreicher sozusagen am Watzmann vergriffen, an dem Stück Watzmann. Und jetzt sage ich Watzmann goes Bavaria. Sprich, wir kommen in die Heimat, wir kommen ans Deutsche Theater. Ja, kommt's vorbei und schaut es euch an.